Guten Morgen, wieder aus Amsterdam. Heute kann ich mich mal ganz bequem selbst filmen. Und wir sind gerade im Hotel auf dem Weg zum Unlimited Continental Breakfast. Ja, wir halten jetzt hier gerade Ausschau nach der Möglichkeit, an so einer Kanalrundfahrt hier mal teilzunehmen. Ich glaube, das kann man schon mal mitgemacht haben, wenn man in Amsterdam ist. Hier werden jetzt Kopfhörer ausgeteilt und die kann man dort anschließen und dann hier die Sprache einstellen, die man hören möchte. Also wenn man sich jetzt mal hier um 11:30 die Schlange anschaut am Hafen, ist es glaube ich ganz gut, dass wir schon um 10 das Schiff genommen haben. Super gut. Ja, nachdem wir jetzt wieder angekommen sind am Bahnhofsvorplatz, werden Sabine und ich jetzt uns mal hier zu Fuß auf den Weg in die Innenstadt machen und ja, weitestgehend wahrscheinlich so einem empfohlenen Stadtrundgang aus dem Reiseführer folgen, den wir haben, und da jetzt eben nebenbei immer mal vielleicht irgendwie essen, vielleicht irgendwie ein bisschen shoppen oder sowas. Auf jeden Fall jetzt einfach mal zu Fuß die Innenstadt erkunden jetzt. Das wird wirklich auch so der Hauptteil. Also damit werden wir sicher den restlichen Tag beschäftigt sein. Meine Familie, die sind jetzt für sich unterwegs. Die wollen sich heute Madame Tussauds Wachsfiguren anschauen, aber da haben wir nicht so Lust drauf. Wir wollen lieber so ein bisschen auf eigene Faust mal die Stadt erkunden und halt hier mal da, mal dort gucken, was uns halt so über den Weg kommt. Ja, wie gesagt, ich denke, damit haben wir auch echt den ganzen restlichen Tag zu tun. Hier schon mal eine Besonderheit, hier ist das Victoria Hotel. Und da sieht man, dass in die Fassade hier so ein kleines Gebäude noch integriert ist, was wohl schon vorher da stand. Und als das Hotel erbaut wurde und man sich da irgendwie nicht um die Grundstücke des Verbleib einig wurde, ist das kurzerhand in die neue Fassade integriert worden. Hier die Ude Kerk, das ist die älteste Kirche der Stadt, die 1306 geweiht wurde. Die ist natürlich jetzt nicht von 1306 fertig gebaut und steht noch so wie damals. Die wurde mehrmals saniert, restauriert, da waren ein paar Änderungen und dient jetzt halt als Museum. Da hinten ist die Nikolaikirche, ne? Oder Nikolauskirche, ja, wie auch immer. Ja. Oh, das ist jetzt hier Teil des berühmt-berüchtigten Rotlichtviertels. Bei Tag. Nachts haben wir es lieber nicht gefilmt. So, also ich lese vor, verzeiht mir meine schlechten holländischen Kenntnisse. Über den Ode Kennisteek, Ode Siets Achterburgwald und den Molensteek kommen wir zum Neufmarkt, wo das Gebäude der Stadtwaage De Waag, das dann, mit 7 spitzen Türmen zum Himmel zeigt. Im 15. Jahrhundert galt es als Stadttor. Später wurde es das Zunfthaus der Maurer. Über der Tür sieht man noch Zunftzeichen, wie die Maurerkelle eingelassen. Zu Rembrandt-Zeiten gab es hier Anatomieunterricht und eben hier entstanden auch einige seiner berühmtesten Gemälde, wie die anatomische Vorlesung des Dr. Nicolas Tull. Heute ist das Café im Erdgeschoss mit den Tischen im Freien ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Besucher. Ja.
einfach nur stille Gassen, verträumte kleine Idyllen aus Stockhosen. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Ja, also in der Nähe, genau. Da kommen wir aber, glaube ich, mit dem Rundweg nicht vorbei. Na, hier ist jetzt die Zuiderkerk. Die älteste protestantische Kirche, wie mir gerade vorgelesen. Da sind wir gestern auch schon abends vorbeigekommen. Aber ja, all diese Kirchen, da wussten wir noch nicht genau, was das ist. Hier ist ein Museum jetzt. Auch die Udekirk ist keine Kirche mehr. Also wir befinden uns jetzt an der für mich langsam spannendsten Stelle. Hier ist auch das Rembrandthaus, das Rembrandt-Museum. Ist jetzt nicht für mich das Spannendste, aber der Waterloo-Kleinmarkt, den wir dort sehen. Das ist so ein Flohmarkt, der die kuriosesten Sachen verkauft und ich hoffe, ich schwinge da jetzt gleich ein paar schöne Sachen. Eigentlich willst du nur Cannabis-Lutscher. Der Markt liegt jetzt hinter uns. Ich habe noch ein paar Räucherstäbchen dort bekommen. Und ja, wir machen uns jetzt auf die Suche nach dem leckersten Schokokuchen der Stadt, hast du gesagt. Genau, ja? Im Café mit dem Haus Nummer 19. Schau. In der Staralstraat. Ja, das ist hier. Was anderes aber. Also wir haben gerade herausgefunden, hier dieses Café mit der Hausnummer 19, das ist auch Puccini. Und das Puccini ist halt so eine, also verkauft Pralinen, Schokokuchen und so, da wollte ich auch tatsächlich hin. Und scheinbar gibt es hier zwei Geschäfte, das war durch den Reiseführer gar nicht ersichtlich. Und das eine ist halt ein Café, das ist halt mit der Hausnummer 19. Und direkt daneben mit der Hausnummer 17 ist halt das, wo Pralinen verkauft werden. Das war ein bisschen verwirrend. Aber wir haben es uns dort schmecken lassen. Mit einem leckeren Schokokuchen. Sehr lecker. Genau. Und ja, wir haben uns nämlich heute vorgenommen, dass wir nicht. Wir haben ja reichhaltiges Frühstücksbuffet im Hotel. Und da haben wir uns vorgenommen, dass wir jetzt zum Mittag gar nicht irgendwie jetzt groß Mittagessen einkehren oder sowas. Nicht viel ausprobieren. Genau, sondern halt lieber viel ausprobieren. Und wo es gut aussieht, essen wir heute mal halt ein Stück Kuchen oder holen uns nachher vielleicht nochmal. Pfannkuchen sind ja auch so ein holländisches Spezial. Und Poffertjes. Ja, genau. Also, dass wir halt einfach heute mal so ein paar kleine Sachen im Laufe des Tages ausprobieren und dann heute Abend erst wieder richtig essen gehen. Und jetzt geht's hier über so eine schöne Klappbrücke, so eine, wie sie vor uns erklärt wurden, auch auf der Rundfahrt. Oh, hier ist der Rembrandt-Plein jetzt. Hier ist das Tuschinski-Kino. Das soll wohl der schönste Kinosaal der Stadt sein. Auf jeden Fall eine schöne Fassade schon mal. Oh, wir gehen jetzt weiter über den berühmten Blumenmarkt, der trotz winterlicher Temperaturen schon geöffnet hat.
Käse to go. Ja, ich hab nur gerade im Video hier. Ja, die Kirche hier drüben ist auch einfach in die Häuserfronten integriert. Wir sind gerade in einem sehr hippen Waffelfachgeschäft. Es ist sündhaft teuer hier, aber es sieht auch schon echt gut aus. So, wir haben jetzt hier Kroketten aus dem Automat von Febo. Man, auch nicht billig, hoffentlich sind sie gut. Ja, also wie man gerade gesehen hat, wir waren hier gerade bei Febo. Das scheint so eine relativ bekannte Fastfood-Kette hier zu sein. Und ja, da bekommt man Sachen auch am Automaten zum Beispiel. Also muss sich gar nicht anstellen oder da erst bestellen, kann man einfach mit. Braucht nur 2-Euro-Stücke sozusagen. Und die Kroketten hier, das sind auch nicht einfach Kartoffelkroketten, wie man das bei uns kennt, sondern wir hatten jetzt eine, die schmeckte so ein bisschen wie wenn man Hühnerfrikassee püriert und das Ganze dann frittiert. Und die andere war mit Käse gefüllt. Also durchaus auch wie ein kleines Gericht und jetzt nicht einfach nur eine Beilage. War auf jeden Fall mal was Neues. Das habe ich in der Form auch noch nie gegessen. Schön, wenn man so auf so einer Reise auch nochmal wirklich was Neues entdecken kann. Ich meine, klar, holländische Spezialitäten, Käse, Pfannkuchen, so, das kennt man mittlerweile, das ist so bekannt, aber das ist, davon hatte ich noch nie gehört. Oh, unser kulinarischer Rundgang durch Amsterdam. Kommt weit, geht weiter, da vorne ist jetzt die Pancake Bakery. Zur nächsten Station. Also die Pancake Bakery ist auch echt eine Empfehlung wert. Ich habe gerade noch mal gesehen, hier auf jedem Tisch des Restaurants steht so ein kompletter großer Topfen voll mit Ahornsirup, wie man sich dann noch auf seinem Pfannkuchen machen kann. Ja, und wir sind jetzt echt schon ziemlich satt, glaube ich. Also ich zumindest. Was sagst du? Ja. Müssen wir mal schauen, ob wir nachher überhaupt noch ein Abendbrot reinkriegen. Doch, schau mal. Wir laufen noch. Okay. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal den Stadtrundgang beenden. Wir sind ja jetzt schon seit echt einigen Stunden damit beschäftigt, aber immer noch nicht ganz fertig. Und genau, dann schauen wir einfach mal, was uns da jetzt noch über den Weg kommt. Es folgen jetzt vor allem noch so 1-2 Einkaufsstraßen. Wir haben jetzt unseren Stadtrundgang unterdessen beendet. Und sind jetzt gerade wieder auf dem Weg mit der Straßenbahn in den zum Osthafen. Richtung Osten, genau, zum Osthafen. Da wollen wir uns jetzt ja, sozusagen noch einen Abendspaziergang machen und uns vor dem Abendbrot noch ein bisschen die Beine vertreten. Hier war gerade eine ziemliche Baustelle. Es war gerade ein bisschen unübersichtlich, die Straßenbahnhaltestelle zu finden, aber wir haben es jetzt doch hingekriegt. Wir warten jetzt hier noch 5 Minuten auf unseren Anschluss. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der Osthafen jetzt auch kein wirklich bedeutsamer Hafen mehr. Sondern diese ehemaligen Kaianlagen sind jetzt halt einfach als Wohngebiet erschlossen. Und deshalb ist hier wohl relativ viel neue, interessante Architektur zu sehen. Unter anderem eben hier diesen Bahn.
jetzt hier echt schön, einfach so in der Abendsonne immer so durch dieses ganz normale Wohngebiet zu schlendern. Zum einen, weil man so ein bisschen hier in die Wohnung und immer reinschauen kann und so ein bisschen was von dem ganz alltäglichen Leben sieht. Das macht zum Beispiel hier, dass hier einfach viel mehr Fahrräder auf der Straße stehen als Autos. Und da vorne ist die Python-Brücke, diese rote geschlängelte, da werden wir dann drüber laufen und wieder zurück. Also wir waren ja gerade beim Blauen Holländer essen und also es war ein sehr leckeres, ich wollte gerade Hotel sagen, ein sehr leckeres Restaurant tatsächlich. Also hat so ja, niederländische Küche, so deftiges Essen, so viel mit Speck auch serviert und Johannes und ich haben uns entschieden, so jeweils so einen Stamppot zu nehmen, also es ist halt wie so Stampf halt, gibt es in verschiedenen Versionen. Ich hatte jetzt Kartoffelstampf. Halt Kartoffelstampf, genau. Und ich hatte jetzt halt was mit Endivie und halt so dann so ein riesiges Fleischbällchen mit so dann auch noch Baconstreifen. Und Johannes hatte halt so eine vegetarische Variante gewählt mit Kartoffeln und Zwiebeln und dazu halt so gefüllte Käsekroketten. Das war halt beides auch wirklich, wirklich lecker. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, und jetzt sind wir halt zurück zum Hotel. Und dachten, wir zeigen mal so ein bisschen, was wir heute alles gekauft haben, weil also ich finde, das wäre immer recht spannend, am Ende des Tages die Tasche auszupacken. Genau. Es ist hier relativ dunkel in dem Hotelzimmer, also in echt geht es gerade noch so, aber auf dem Video. Es gibt hier aber nicht mehr Licht als das, was jetzt anders tatsächlich. Ja, also das, was man in Holland unbedingt kaufen muss, Käse. Wir hatten so ein bisschen probiert, haben uns für einen grünen Pesto entschieden. Geil. Freue ich mich schon drauf. Natürlich alles furchtbar teuer, aber weiß nicht, wie viel Gramm sind das jetzt? Weiß nicht. 300 vielleicht, 400? Würde ich mal schätzen. 400 gesagt, ist hier 380 Gramm. 380, 400 Gramm. Wie hat es gekostet? 10er? Ja. Naja. Ist Hollandkäse. Ist okay. Der war auch wirklich lecker. Und er ist grün. Auch der Käse selbst. Okay. Ja, das nächste riechen wir schon. Ganz wieder Räucherstäbchen. Ja gut, das ist jetzt eher so für mich. Nichts typisch Holländisches, aber wenn es die mal gibt, kaufe ich mir da gerne mal Nachschub. Das haben wir schon gesehen. Schöne Souvenirs. Richtig. Unbedingt mitzubringen. Jetzt kommt hier mal eine tolle Überraschungsbox. Haben wir auch aus so einem geilen Souvenirshop gefunden. So, da haben wir hier ein Götze. Ein Stiftes. Das fand ich irgendwie cool. Stückend. Zwei Radiergummi in Form von Tee. Und die mal hier aber so, sonst sieht man hier überhaupt kein Licht. Und Katzenbüroklammern. Ja, ich mag Katzen. Das war so ein Souvenirgeschäft, wo es wirklich so die verrücktesten Dinge gab. Ah, das ist okay. Und ich glaube, das war's. Und sonst ist hier nur meine Fließjacke drin. Und viele Rechnungen. Oh, ja, viele Rechnungen. Ja, das meiste, was wir gekauft haben, haben wir tatsächlich unterwegs schon gegessen. Wir haben ja echt viele verschiedene Sachen probiert. Ja, halt Wasser. Ja, da sind wir uns immer noch recht unsicher, weil da stand auf dem Ladenpreis 2,25 und wir haben zwei Flaschen gekauft und ich habe 5 Euro dafür bezahlt. Und das hat irgendwie so Fragen aufgeworfen. Wir dachten nämlich, es gibt in Holland keinen Pfand auf Plastikflaschen. Und ja, da werden wir uns noch informieren müssen. Das steht auf jeden Fall nicht drauf. Ja. Das steht nicht drauf, das ist Pfand. Berechnet worden wäre. Naja, wie auch immer. Genau.
für heute werden wir dann auch nicht nochmal das Hotel verlassen. Es ist jetzt erst 20 Uhr oder halb 9, aber das reicht ja auch wirklich, wenn wir den ganzen Tag unterwegs waren. Um 9 schon? Ja. Okay. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt hier einen entspannten Abend noch verbringen. Und dann noch nicht ganz so spät ins Bett, denn morgen haben wir ja auch nochmal viel vor. Aber das sehen wir dann im Video von morgen. Dann bis dahin. Tschüss. Man sieht vor allem, was ich spiele.